Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, die so ein bisschen sehr gemischt war. Also von einem Abbruchbuch über ein Okay-Buch zu einem kleinen Highlight und einem ganz guten Sachbuch. War gefühlt so alles ein bisschen dabei, aber durchaus auch ein bisschen, eine komische Stimmung beim Lesen. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ich habe mich doch ganz gerne dann auch wieder Richtung Serie abdriften lassen und habe in der Woche auch einen coolen Film geguckt. Und darüber werde ich ein bisschen was erzählen. Ich packe euch die Bücher unten in die Infobox, auch die Zeitstempel, auch wenn das sonstige Geplauder sozusagen startet, findet ihr unten, wenn ich über Film und Serie spreche. Und ich denke, starte so ein bisschen mit dem Überblick sozusagen der Bücher, was ich gehört und gelesen habe. Die Woche hat gestartet mit Und der Ozean war unser Himmel von Patrick Ness. Das war wirklich ein Buch, wo ich sage, so ein kleines Highlight. Ja, das war richtig, richtig gut. Dann von Anna Ruhe habe ich den Auftakt der Duftapotheke gelesen. Es ist der erste Teil einer, ich glaube, 5- oder 6-teiligen Reihe. Fand ich vom Cover super, super ansprechend, auch wenn es recht überladen ist. Musste dann auch einfach gelesen werden. So ein Buch, was ich dann am Wochenende gelesen hatte, weil ich so dachte, Mensch, so ein dünnes Büchlein kriegst du vielleicht noch unter, war dann Wie Eulen in der Nacht von Maggie Stiefvater. Und hier kann ich schon sagen, trotz dass es so einen coolen Buchschnitt hat und nicht sehr dick ist, habe ich es tatsächlich abgebrochen. Und das Hörbuch der Woche war dann ein Sachbuch, und zwar Utopien für Realisten von Rutger Brechmann, von dem ich ja dieses Jahr schon ein Sachbuch gehört habe, was mich ja sehr begeistert hat. Und hier war ich eben einfach auf das andere Werk von ihm sehr, sehr gespannt. Unten die Timesteps, wann jetzt welches Buch angeht, wenn ihr da einfach irgendwo hinspringen möchtet, und natürlich auch die Infos zu den Büchern. Das erste Buch, das E-Book der Woche war Und der Ozean war unser Himmel von Patrick Ness. Mir ist das Buch aufgefallen, weil ich das Cover richtig, richtig schön finde. Ich den Titel richtig toll finde und mich dann auch der Klappentext angesprochen hatte. Zudem kenne ich von Patrick Ness bereits 7 Minuten nach Mitternacht, wo ich sowohl das Buch als auch den Film sehr gut fand. Und als dann auch noch Kerstin Merkel geschwärmt hat, meine liebste Buchhändlerin, dass das Buch wirklich richtig, richtig toll ist, da war ich super happy, dass es mir als E-Book zur Verfügung gestellt wurde und ich es dann auch als dieses lesen konnte. Es hat so knapp 160 Seiten, hat wunderschöne Bilder bzw. Grafiken, Illustrationen enthalten, die in echt auf jeden Fall nochmal schöner wirken, als wenn man es haptisch in der Hand hat. Auf dem E-Book-Reader, habe ich schon gesehen, sind sie natürlich dann nur in Schwarz-Weiß. Und ich habe es dann tatsächlich einfach mal am Rechner in der Bibliothek aufgemacht und mir die Bilder dann einfach auch nochmal in Farbe angesehen. Denn es spielt da auch die Farbe Rot eine sehr große Rolle. Und ich fand die Bilder richtig, richtig toll. Also das muss ich wirklich sagen, da ist sich sehr, sehr viel Mühe gegeben worden, diese Geschichte mit Bildern zu unterstreichen. Fand ich richtig, richtig großartig. Und das muss ich echt sagen, für ein Jugendbuch richtig, richtig toll auch gemacht. Wir lernen die Valen Bathsebas kennen, die in einer Herde lebt, und sie wird auserwählt, um Krieg zu lernen, eine Jägerin zu sein, und wird dann eben auch zur Jagd ausgebildet. Denn die Wale leben in einem ewigen Krieg gegen uns Menschen, gegen unsere Welt, wenn man so möchte. Und das Schöne hier war, dass sie unsere Welt eben andersherum wahrnehmen. Denn wir Menschen leben sozusagen am Abgrund und kommen ganz tief in diesen hinein, während natürlich der Lebensraum der Wale eben ihr normales Umfeld ist. Und für sie ist natürlich das nach unten tauchen etwas ganz Normales. Während wir ja durchaus in ihrem Raum vordringen können, ist es natürlich umgekehrt nicht wirklich möglich, besonders nicht für die Wale. Sie findet dann zusammen mit ein paar anderen ein treibendes Schiff, wollen es auch attackieren und angreifen und stellen dann aber fest, dass hier die Menschen bereits fast alle tot sind. Und das ist natürlich gar nicht so leicht zu verstehen. Sie nehmen auch einen Menschen gefangen und sie stoßen hier dann eben auf die Legende eines Monsters, der vielleicht sogar der Teufel ist. Und den wollen sie dann eben gemeinsam jagen und besiegen. Bei dieser Geschichte muss ich einfach sagen,
Wow, es ist eine wahnsinnig wichtige und tolle Message in diesem Buch, die stark und poetisch rübergebracht wurde. Wir haben hier natürlich schon eine Art Neuerzählung von Moby Dick, die aber kürzer ist, die leichter ist, die ungeschönt ist, die allerdings natürlich spiegelverkehrt sozusagen erzählt wird, denn hier jagen ja die Wale, die Menschen und nicht andersherum. Und ich habe vor Jahren Moby Dick gelesen und kann mich noch an diesen zähen Erzählstil erinnern. Und das hat man hier nicht. Also es ist leicht, ich finde, es ist kinder-, jugendgerecht erzählt, es ist sehr kurzweilig und es ist ja sprachlich nicht ganz so eine Herausforderung, wie es zum Beispiel auch einfach Moby Dick war. Sprachlich, muss ich wirklich sagen, fand ich es an vielen Stellen sehr brutal, sehr draufgehalten, nicht zu extrem, weil man merkt natürlich schon, dass das hier für Kinder, Jugendliche ist. Es ist nichts geschönt, es ist aber manchmal durch diese wunderbare, bildhafte Sprache auch sehr poetisch und das hat mir super viel Spaß gemacht. Die Geschichte fühlt sich lebendig an, so aus dem Leben gegriffen und fand ich richtig, richtig toll. Ich habe einen großen Bezug zum Meer, zum Wasser, bin auch schon einige Male in meinem Leben getaucht, nicht so tief wie jetzt die Wale, aber ich kann diese Faszination Wasser sehr gut nachvollziehen und finde wirklich, dass es für Kinder ab 12, wie es glaube ich auch angegeben ist, wirklich sehr gut geeignet ist und auch 160 Seiten gut zu lesen sind und wir hier wirklich eine wunderbare Geschichte bekommen, die uns sprachlich abholt, aber eben auch einfach so, ja, diese rohe Lebensgewalt sozusagen zeigt. Denn Gewalt ist ein Thema, es ist auch wirklich an mancher Stelle sehr brutal, aber es ist gut rübergebracht und es macht eben auch Sinn. Und das finde ich eben durchaus wichtig, dass man nicht Brutalität einfach hat, damit man sie hat, sondern dass sie eben etwas mit dem Leser auch bewirken sollen. Wir haben auch so ein bisschen einen Perspektivwechsel. Durch den Perspektivwechsel, den wir haben, dass eben die Wale uns Menschen sozusagen beobachten, beschreiben, erleben wir unsere Welt von der anderen Seite und es wird uns auch sehr häufig der Spiegel vorgehalten. Und ich mag solche Bücher sehr gerne, weil man sich durchaus manchmal natürlich selbst darin auch entdeckt. Fand ich super beeindruckend, wie das Patrick Ness auch gemacht hat, wie er das rübergebracht hat, wie er das gezeigt hat. Ich fand auch, dass die richtigen Fragen gestellt wurden und natürlich auch Antworten dazu bereitgehalten werden. Und das fand ich richtig, richtig toll. Also mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Diese ganze Mischung aus dieser Geschichte, dieses Perspektivwechsel, diese Gewalt, diese, was sowas eben auch mit Lebewesen macht, nicht nur mit uns Menschen, sondern eben durchaus auch mit den Walen, was man sich eben durchaus so gut vorstellen kann. Und man das so poetisch mit Illustrationen, also eine wunderschöne Mischung. Und ich glaube auch, dass ich das als 12-, 13-Jährige richtig, richtig toll gefunden habe. Ich habe mir auch zwei Zitate rausgeschrieben, die ich richtig toll fand. Das eine ist, denn es gibt Teufel in der Tiefe, aber die schlimmsten sind die, die wir selbst erschaffen. Wunder, wunder, wunderschön. Und das zweite ist ein bisschen länger. Ich bin nicht mehr die, die ich damals war. Ich habe gesagt, ich sei ahnungslos gewesen und das war nicht falsch. Aber dass die Menschen andersherum lebten als wir, dass für sie der Ozean unten und der Abgrund oben war und unsere Schwerkräfte sich am Wasserspiegel trafen, hatte ich durchaus schon verstanden. Und das fand ich so schön, diesen Unterschied zu zeigen, was für wen der Abgrund ist, was für wen die Tiefe ist, welcher Lebensraum geschaffen wird. Das fand ich richtig toll. Also wirklich ein richtig tolles Buch, ein wirklich kleines Highlight, was auch ganz viel in mir berührt hat und mich auch wirklich begeistern konnte. Fand ich richtig, richtig toll und auch mit den Illustrationen richtig, richtig schön. Ich habe dann schon parallel zu etwas Leichterem gegriffen, nämlich auch wieder einem Kinderbuch. Das ist irgendwie die Woche der Kinderbücher. Und zwar die Duftapotheke von Anna Ruhe. Das ist der Auftakt einer sechsteiligen Reihe. Ist das sechste und somit letzte Buch aus dem Pick My Sub Video von der lieben Christine. Christine hatte ja 6 Bücher für mich herausgepickt. Das ist das sechste und letzte. Wir wollen auch einen kleinen Hangout machen. Das kann ich jetzt ja schon vielleicht ein bisschen ankündigen. Und zwar am 23. September haben wir geplant, über unsere gemeinsamen gepickten Bücher ein bisschen zu sprechen. Und da freue ich mich, wenn ihr dann auch mit dabei seid. Das Buch habe ich ein paar Mal so auf BookTube entdeckt und auch
auch im Internet wurde es mir immer mal angezeigt. Ich fand, es klang magisch und schön und das durfte dann eben auch als Mengeexemplar bei mir einziehen. Ist aus dem Jahr 2018 und ich habe jetzt gesehen, dass der 6. Band im Oktober diesen Jahres erscheint. Also theoretisch könnte man jetzt die Reihe weglesen. So viel kann ich sagen, ich werde wohl nicht weiterlesen. Warum und weshalb? Das erzähle ich euch natürlich jetzt. Aber erstmal, um was geht es in die Duftapotheke? Ja, wir treffen Lucy, sieht sie zusammen mit ihren Eltern und dem Bruder Benno in eine alte Villa aufs Land und ist überhaupt nicht begeistert. Sie will in die Stadt zurück, sie mag die Villa nicht, sie mag die ruhige Nachbarschaft nicht, aber ja, sie ist so ziemlich die Einzige, die nicht begeistert ist, denn sowohl ihre Eltern als auch ihr Bruder finden dieses Abenteuer richtig, richtig toll. Die lieben die Villa, besonders ihre Mutter, die hat so eine Vorliebe für alles, was irgendwie alt ist. Und ja, sie erfährt dann so ein bisschen, als sie durchs Dorf streift, dass es recht viel Mysteriöses gibt um ihr Haus herum, was sie anfangs noch gar nicht so interessiert hat. Und sie so ein bisschen sagte, ja, man spricht halt über alte Dinge auch manchmal einfach so. Aber dann passieren recht merkwürdige Dinge, sei es, dass der Briefträger die Post in den Müll wirft oder dass der Busfahrer lieber zu Fuß läuft. Und als sich das so ein bisschen häuft und dann auch was in der Nachbarschaft geschieht, da merkt sie, sie muss diesen mysteriösen Dingen so ein bisschen, ja, im Grunde auf den Grund gehen. Und das macht sie zusammen mit dem Nachbarjungen Mats. Und auch so ein bisschen ihr Bruder ist da mit dabei und sie suchen gemeinsam ein bisschen nach der Ursache. Und so gelangen wir dann eben auch in die Welt der Düfte und was es eben so ein bisschen damit auf sich hat und was es auch mit der Duftapotheke dann auf sich hat, das erleben wir so ein bisschen in diesem Auftaktband. Ich fand es sprachlich sehr schön. Allerdings, was mich wirklich durchgängig ein bisschen gestört hat, ist, dass es sehr einfach geschrieben ist, sehr monoton, wenig Spannung hat. Und das fand ich manchmal doch ein bisschen... Also es war nicht so, dass es mich komplett gelangweilt hat, sonst hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Es war schon so, dass man unterhalten wurde, aber es war nicht so richtig Spannungsbögen drin. Es gab wenig, was man gerade auch mit der Villa so ein bisschen hätte machen können, da so ein bisschen Spannung reinzubringen. Also es hat nicht so richtig an mir gegriffen. Ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt Ende 30, auch nicht unbedingt die Zielgruppe für dieses Buch. Aber es funktioniert ja bei anderen Kinderbüchern durchaus auch, wenn ich an Harry Potter denke, an Nevermore denke, ja, die mich eben einfach begeistern konnten. Und auch gerade Nevermore, ja relativ aktuell in diesem Jahr, das hat für mich die Duftapotheke nicht ganz geschafft. Es hat schon eine bildhafte Sprache, die mir aber an manchen Stellen dann doch zu wenig war. Also vieles blieb optisch doch ein bisschen blasser. Es hat anfangs sehr gut geklappt, auch mit den Charakteren, mit der Villa. Und dann irgendwann wurden die Bilder im Kopf aber weniger, was ich sehr, sehr schade fand. Der Stil ist sehr leicht, er ist locker, man kommt auch wirklich durch die, ich glaube nicht mal, ja, 250 Seiten super schnell durch. Finde auch, dass das für Kinder so ab 10, glaube ich, habe ich gelesen, auch sehr gut passt. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich manchmal bei den Charakteren dachte, also selbst für Kinder handeln die manchmal ein bisschen sehr, sehr naiv. Aber vielleicht bin ich da durch Nevermore und Harry Potter eben auch einfach andere Charaktere gewöhnt. Vielleicht handeln 10-Jährige einfach so. Das kann ich natürlich ohne 10-jährige Kinder schlecht beurteilen und möchte ich auch gar nicht so in die Bewertung mit hineinnehmen. Aber das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, wo ich dachte, wie warst du vielleicht so als 10-Jähriger? Wärst du da so blindlings da hineingelaufen? Spannungsbogen, wie gesagt, war schon irgendwie okay, hätte aber ein bisschen gestraffter, geraffter sein können und eben man hätte in manchen Szenen das durchaus noch ein bisschen, ja, spannender machen können. Die Idee gefiel mir aber ganz gut, aber es zieht mich tatsächlich nicht weiter an die anderen Bände. Also ich fand das schön, ich fand das gut, ich fand es auch einfach passend so ein bisschen zu dem etwas brutaleren Buch und der Ozean, wo unser Himmel, fand das ein ganz gutes Kontrastprogramm. Es war halt wirklich leicht, kindlich und auch irgendwie schön, aber jetzt tatsächlich nichts, wo ich sage, da müsste ich weiterlesen oder so ein Highlight, dass ich sage, ich muss es eben einfach im Regal haben. Also es wird, denke ich, auch weiterziehen. Gibt genügend Kinder in meinem Freundeskreis, die sich, glaube ich, ganz darüber freuen, auch mal so ein Buch in Händen zu halten, das auch optisch, also man muss schon sagen, in der Covergestaltung hat hier der Arena doch alles richtig gemacht, auch wie wir hier Lucy vorne drauf sehen. Und ja, es war okay, es war schön, aber ja, leider mir auch nicht, muss auch tatsächlich nicht sein, ne? Also ich finde, ein gutes Buch ist eben auch ein gutes Buch und man sollte da die Erwartungshaltung nicht immer haben, dass man da ein Highlight irgendwie immer
jederzeit irgendwie in der Hand hat. Das wäre, glaube ich, einfach auch jedem Buch ungerecht gegenüber. Dann kommen wir zum dritten Buch und dem Buch, das ich abgebrochen habe, Wie Eulen in der Nacht von Maggie Stiefvater, was optisch auch wunderschön ist mit dem orangenen Buchschnitt, optisch auch richtig, richtig schön ist. Ich jetzt schon dachte, als ich mir den echten Preis angeguckt habe, dass so ein dünnes Büchlein gleich 15 Euro kostet, finde ich schon heftig. Ich habe es als Mängelexemplar irgendwann mal ergattert, denn ich habe einiges von Maggie Stiefvater schon gelesen, sei es die Nach dem Sommer-Reihe. Ich habe das auch mit diesen Leylinien gelesen, das sind irgendwas mit Raben, ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Ich habe das Buch seit letztes Jahr August auf dem Sub, bin durch die Rache des Subs drauf aufmerksam geworden und dachte jetzt eben am Wochenende, Mensch, so 220 Seiten, das bekommst du auf jeden Fall noch unter. Und dementsprechend habe ich es dann auch einfach zur Hand genommen. Es ist ein Einzelband, was ja doch recht untypisch ist für Fantasy. Und auch untypisch für Maggie Stiefvater, die, glaube ich, noch kein Einzelband herausgebracht hat. Auch schon das Setting und die Zeit sind zu Beginn super, super untypisch. Denn wir sind 1962, wir sind in Colorado. Und da muss man schon sagen, Fantasy in Colorado, eher schwierig, aber fand ich tatsächlich ganz gut gewählt. Wir treffen auf die Familie Soria, die eine Anlaufstelle ist für Menschen, denen nur noch Wunder helfen können. Und die einzelnen Familienmitglieder können zwar nicht direkt helfen, schaffen es aber, Wunder aufzuzeigen und da auch ein bisschen zu helfen. Es gibt eben auch diese Pilger, die in die Stadt kommen, die Wunder brauchen, die darauf hoffen, dass sie eben ja, aus diesem festgesteckten Leben herausgenommen werden, dass etwas Merkwürdiges vielleicht nochmal passiert und dass sie eben ja diese Wunderwirkung an sich dann auch miterleben. Die ganze Stadt lebt so ein bisschen auch von diesen Pilgerreisenden, was ich ganz spannend fand. Und wir treffen eben auf drei Teenager, wir treffen auf Daniel, Beatrice und Joaquin, das sind auch Cousins und Cousinen. Und die drei wirken so die meiste Zeit in der Geschichte und sind alle drei sehr speziell, haben sehr spezielle Eigenheiten, Fähigkeiten und auch wie sie so ein bisschen zum Leben stehen, das ist ja sehr unterschiedlich. Und ja, da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zu den Problemen meiner Geschichte. Ich habe nach knapp 100 Seiten abgebrochen, was ja so fast eigentlich schon nicht ganz die Hälfte war, aber gut, ja, auf jeden Fall über ein Drittel war. Ich fand den Start unglaublich schwierig. Also ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin, wer ich bin und warum. Es hat locker 30, 40 Seiten gedauert, bis ich mal so ein bisschen verstanden habe, was hier eigentlich passiert. Ich musste mich da sehr, sehr, sehr einfinden. Die Charaktere wirkten schon recht liebevoll geschaffen, waren aber mir einfach viel zu schräg und auch total merkwürdig. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was Maggie Stiefvater sich hier dabei irgendwie gedacht hat. Es ist sehr wenig Fantasy, wenn man die Wunder mal ausklammert, haben wir hier wohl eher eine Coming-of-Age-Geschichte, was ich einfach nicht erwartet habe und was ich auch nicht so richtig griffig erzählt fand. Also ich wusste irgendwie in dem Buch nicht, was möchte Maggie Stiefvater mir eigentlich erzählen. Es sind so zu Beginn ein paar gute Sinnbilder entstanden, so ein bisschen zur Dunkelheit, auch Ängste. Aber ich fand das unfassbar langweilig und auch nicht sehr spannend. Und ich wurde auch überhaupt nicht mit dem Stil von Maggie Stiefvater warm. Besonders das langsame Tempo, wo ich so dachte, was ist jetzt eigentlich nach den 100 Seiten passiert? Irgendwie nicht wirklich viel. Und man kam auch in der Handlung nicht voran. Und es wurde auch nicht viel erklärt. Und ja, also es war leider sehr enttäuschend. Man kann schon zu einem Buchgefühl, das 220 Seiten hat, nicht so viel erzählen. Dementsprechend fällt es mir jetzt auch schwer, so zu den 100 Seiten viel zu sagen, weil auch einfach nicht so viel passiert ist. Und ja, das fand ich auch einfach super, super schade. So schön dieses Buch aussieht, muss man ja echt sagen, auch was die Broschüre dann im Innern angeht, meins war es leider nicht. Also ja. Ach, allein die Eule hier oben. Richtig, richtig schön. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, man muss auch zu einem Flop nicht so viel erzählen. Ich habe ja auch immer mal überlegt, ob man Flops einfach rauslässt. Aber die gehören halt zur Bücherwoche auch irgendwie dazu.
Ja, dann zum Glück ein Hörbuch und Sachbuch der Woche, was dann wieder so ein bisschen mehr gestrahlt und geleuchtet hat, nämlich Utopien für Realisten von Rutger Bregmann. Das ist das zweite Buch, was ich von dem Autor lese. Ich hatte Anfang des Jahres im Grunde gut gehört, glaube ich, ja, und fand das auch schon richtig, richtig gut. Ich habe dieses Buch schon vorher auf 2, 3 YouTube-Kanälen gesehen, die jetzt nicht unbedingt Booktuber sind, sondern die eben auch durchaus einfach mal so ein Sachbuch präsentieren, was sie hören, was sie lesen. Und als ich dann eben auch im Grunde gut von ihm gehört hatte, ist dann auch das hier relativ schnell auf dem Hörbuch-Sub gelandet. Im Oktober kommt sein drittes Buch, Wenn das Wasser kommt. Und da geht es treffenderweise um Überschwemmungen unter anderem, was ich sehr interessant finde, dass das so herauskommt, während wir gerade so mittendrin stecken, wenn man auch bedenkt, dass der Autor natürlich schon viel länger dran gearbeitet und geschrieben hat. Also mal sehen, ob das ein Thema ist, was ich spannend finde, da werde ich aber so die ersten Stimmen abwarten. Der Sprecher ist Stefan Lehnen, der hat mir sehr gut gefallen, ich fand, er hat es toll vertont. Ich finde natürlich schon, bei einem Sachbuch ist es auch wichtig, Dinge gut rüberzubringen, und das hat er für mich auf jeden Fall auch geschafft. Rutger Bregmann beschäftigt sich hier oder beleuchtet eher utopische Ideen so rückblickend in den 100 Jahren. Er schaut sich den historischen Fortschritt an, wie die Welt sich entwickelt hat, und schaut sich hier dann eben auch so ein bisschen den gegenwärtigen Rückschritt an. Denn bei vielen Dingen kommt er zu dem Entschluss, dass wir irgendwann den nächsten Schritt verpasst haben und jetzt eigentlich Rückschritte gemacht haben in der Menschlichkeit, im Arbeitsleben und Ähnlichem. Und das fand ich tatsächlich super interessant. Es gibt natürlich einige Herausforderungen, die er auch anspricht, egal ob das das moderne Arbeitsleben ist, ob es das Familienleben ist, ob das der globale Zusammentreffen ist, ich bin gerade das Wort, ihr wisst, was ich meine. Er greift hier sehr viele Themen auf und spricht eben so ein bisschen auch das unmögliche Denken an und spinnt hier Ideen, die sehr realistisch wirken, und er oftmals eben auch nicht nur die Ideen gibt und die Impulse, sondern durchaus auch aufzeigt, wie wir dahin kommen könnten. Dabei geht es in großen Punkten um das bedingungslose Grundeinkommen, wo es ja schon Tests in den 1970er Jahren gibt, was ich seit 3, 4 Jahren sehr spannend verfolge, was ja auch in Finnland jetzt eine relativ neue Studie hatte, was ja auch in Deutschland ein Projekt ist. Also da bin ich sehr gespannt, was da die Zukunft noch bringen wird. Er spricht über die 15 Stunden Arbeitswoche als Antwort auf Digitalisierung und Automatisierung. Und was ich tatsächlich auch ein super spannendes Thema fand, war die Abschaffung von idiotischen Jobs. So ähnlich hat er es auch gemeint, und da habe ich doch sehr oft einfach nicken müssen und können, weil ich dachte, die gibt es tatsächlich einfach, und fand das super interessant, wie er das so betrachtet. Es sind sehr spannende Visionen dabei, die auch zum Nachdenken anregen, die einen da wirklich auch mitnehmen und an die Hand nehmen, und ich mochte diese sehr spannenden Ideen von ihm auch mit den Umsetzungsvorschlägen. Also man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Ich finde, dass das wirklich also kein Buch für jeden ist. Man sollte schon offen für Veränderungen sein oder auch einfach mal sagen, ich höre mir das einfach mal aus Interesse an. Wenn natürlich jemand von vornherein Veränderungen ablehnt, und das ist ja, finde ich, ein Großteil der Gesellschaft, der wird mit dem Buch wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben wie ich. Mein Problem mit Bregmann, das habe ich auch, glaube ich, beim ersten Buch schon so ein bisschen gehabt, ist, dass er mir manchmal zu ungenau ist, beziehungsweise er Theorien in den Raum wirft und auch Gedanken dazu, die aber nicht so richtig untermauert. Und das finde ich sehr schade, denn ich glaube schon, dass sein, was er sich zusammendenkt, durchaus Hand und Fuß hat und er da einfach ein bisschen mehr zur Untermauerung brauchen würde. Ich finde, dass es in unserer Zeit sehr an den Ideen und Veränderungswunsch fehlt. Das finde ich tatsächlich gerade so, wenn ich an die letzten 10 Jahre zurückdenke, dass da nicht sehr viel Innovatives herumgekommen ist, bis auf, dass wir eben immer noch mehr konsumieren, immer noch mehr Kapitalismus. Und das ist schon was, wo ich denke, da merkt man, dass Bregmann ein ähnliches Gefühl hat und da eben auch überlegt, wie man die Welt oder unsere Welt, es geht ja tatsächlich eher um die westliche Welt, hier irgendwie verändern kann. Und ich fühle mich da von Bregmann sehr verstanden
Und finde das auch spannend, einfach zu hören, dass mein anderer sogar noch die Gedanken weiterspinnt, die bei mir vielleicht nur in Ansätzen einfach mal irgendwann im Kopf sind. Die Möglichkeiten des Grundeinkommens und auch der Digitalisierung, Automatisierung als Fortschritt fand ich super spannend. Ich glaube durchaus auch, dass es da eben Varianten gibt, die ich mir vorstellen kann, auch was tatsächlich rückblickend dagegen sprach. Das fand ich super interessant, wie da einfach wieder nur Machtgehabe eigentlich zustande gekommen ist und jeder so Angst hatte, einen Schritt zu gehen. Also es ist, die Menschheit hat manchmal so viel Angst. Ich weiß auch nicht. Das merkt man hier durchaus auch, gerade wenn man eigentlich die Statistiken sieht, die Tests sieht zum Thema Grundeinkommen und was dann aber in den einzelnen Ländern dazu geführt hat, dass es doch nicht kam. Da kann ich manchmal auch nur so ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Er stellt auch die Sinnhaftigkeit von so manchen Jobs in Frage. Auch das fand ich richtig, richtig gut. Aber auch hier ein Kritikpunkt, er stellt nur wenig Alternativen hier. Also er spricht dann natürlich gerne von der 15-Stunden-Woche und dass sich drei Leute einen Vollzeitjob teilen und Ähnlichem. Mit dem Grundeinkommen dann ja auch irgendwie machbar. Aber es ist immer so eine Kombination aus so vielen, wo ich denke, es wird halt nicht alles auf einmal gleich machbar sein. Und da fehlt mir so ein bisschen das Schritt für Schritt und auch andere Alternativen. Also es gibt ja durchaus Menschen, die sich wohlfühlen bei einer 40-Stunden-Woche und gar nicht weniger arbeiten wollen. Auch für die muss es natürlich Alternativen geben. Also er beleuchtet das doch immer recht eindimensional und das ist tatsächlich auch mein Kritikpunkt in diesem Buch, dass mir hier so ein bisschen an Beispielen und ja, also dass man alle so ein bisschen mitnimmt, das fehlt mir ein bisschen. Aber sprachlich war es wieder sehr leicht, es war locker, ich konnte sehr gut folgen, es hat zum Nachdenken auf jeden Fall angeregt, das klappte auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich mochte seine Ansätze super gerne, ich hätte mir eben beim dem ein oder anderen Beispiel gewünscht, dass er tiefer geht, dass er auch einfach aufzeigt, wie man zu dieser Lösung kommt. Und ich glaube, dass das Brechmann durchaus könnte, aber gut. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Wie tief will man gehen? Vielleicht wäre es dann auch einfach zu tiefgründig geworden oder zu tief in diese Theorie, sodass man dann vielleicht tatsächlich auch aussteigt. Das kann man tatsächlich nicht wissen. Aber ein sehr, sehr gutes Sachbuch, was Themen beleuchtet, die ich persönlich super spannend finde und ich auch einfach glaube, dass sie für die zukünftige Gesellschaften einfach sehr spannend sind und mal sehen, was die Zukunft irgendwie so bringt. Ja, das waren sie jetzt, die dreieinhalb beziehungsweise vier Bücher der Woche, die dann doch ganz unterschiedlich dahergekommen sind, aber zumindest zwei Bücher, die mich ja doch recht gut begeistern konnten. Das Wetter war herbstlich, ich möchte darüber aber auch gar nicht mehr sprechen, wenn man sich so bedenkt, dass das irgendwie noch August ist und man hat das Gefühl, man ist im November. Ich finde das tatsächlich ein bisschen ja, erschreckend. Also auch wenn ich meine Wanderstatistik wirklich angucke, dass wir noch nicht mal ein Drittel von dem geschafft haben, was wir im Vorjahr erlaufen sind. Ja, und es wird jetzt ja wahrscheinlich auch im September, Oktober nicht mehr so viel an schönem, trockenem Wetter sein, dass man in Gebirgen umherläuft, ohne vielleicht schon Schnee über den Weg zu laufen. Ja, alles nicht so einfach, was das Wetter betrifft, aber ja, man kann es halt auch einfach nicht ändern, außer tatsächlich schon im September die Heizung anzumachen und nicht auf den Oktober zu warten und ja, Pulli anzuziehen. Also mir bleibt gefühlt ja nicht. Ich habe die Woche auch einen Film geschaut. Es gibt etwas Neues aus dem Witcher-Universum auf Netflix, nämlich Nightmare of the Wolf. Das ist direkt, glaube ich, auch am Montag, Dienstag auf Netflix gestartet, ist die Geschichte von Vesemir, den man eben aus der Witcher-Saga durchaus kennt. Ich glaube, auch aus der Witcher 3, aus der Spielreihe kennt man Vesemir. Es ist ein animierter Film und da dachte ich anfangs, ob mir das gefällt. Fand ich ein bisschen schwierig. Ich fand ihn aber wirklich sehr schön. Ich fand ihn toll gemacht. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr packend. Ich mochte Vesemir als Charakter sehr gerne. Ich mochte seine Vorgeschichte, seine Jetztgeschichte, auch die Verbindung, die es dann zu Geralt gibt und eben der Witcher-Reihe, wie wir sie kennen, fand ich richtig, richtig toll. Ich mochte die Musik. Ich mochte, wie auch Szenen dargestellt wurden. Ich fand es aber schon manchmal sehr brutal und blutig. Und ich glaube, das hat auch eine 18er Altersfreigabe. Und das glaube ich tatsächlich zu Recht, weil es ist das Blut auch schon irgendwie so gegen die Kamera gespritzt. Also es ist ja kein echtes Blut. Aber
Ach, da dachte ich manchmal schon, ja, jetzt, auch wenn das animiert ist, ach, es war mir manchmal schon ein bisschen zu viel. Aber da hat dann geholfen, dass es eben nur animiert war. Ich fand die Geschichte aber echt gut gemacht und ich fand es schön, dass wir Vesemir hier so ein bisschen besser kennengelernt haben. Ich glaube, jetzt die zweite Staffel von The Witcher ist ja schon angekündigt. Gibt ja, glaube ich, auch schon einen Trailer. Ich weiß gar nicht, ob für November oder Dezember. Vorher möchte ich auf jeden Fall nochmal die erste Staffel rewatchen und ja, freue mich da einfach wieder ins Witcher-Universum einzutauchen. Es ging natürlich auch weiter mit The Vampire Diaries. Ich habe die dritte Staffel geschaut, also ich komme da wirklich sehr gut durch. Und gerade wenn das mit den Büchern, wenn man dann irgendwie keine Lust mehr hat, noch zu einem anderen Buch zu greifen, dann kann man natürlich auch super Serie schauen. Vampire Diaries ist ja auch komplett auf Netflix. Ich habe jetzt schon mal geguckt, ob es die Originals irgendwie wo gibt. Die gibt es aber irgendwie nur auf Six, soweit ich das gesehen habe, aber da habe ich mich noch nicht so informiert, denn es sind jetzt ja auch die Urvampire da. Und Leute, ich frage mich, warum immer nur über Damon und Stefan gesprochen wird und kaum jemand mal Elijah und Klaus erwähnt. Also in meiner Bubble, wenn ich hier nach Vampire Diaries schaue, da spricht keiner über die Urvampire oder über die coole Rebecca und eben auch Elijah, den ich so ins Herz geschlossen habe. Und tatsächlich auch Klaus, der ja so das so ein Hybridmodell aus Werwolf und Vampir ist. Und der natürlich schon auch ja, so sehr viel Böses in sich trägt. Aber das ist wahrscheinlich bei Menschen mit Macht so. Aber warum spricht über die keiner? Also gerade Elijah, der hat mich so geflasht und begeistert, wo ich denke, warum bekommen die so wenig Aufmerksamkeit? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt öfter auf Bilder von Klaus und Elijah auf Instagram klicke, wird mir das wahrscheinlich auch öfter angezeigt werden. Aber ja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es sind ja, glaube ich, insgesamt 8 Staffeln. Das heißt, ich komme jetzt mit der nächsten Staffel so zur Mitte. Habe mich leider zum ein oder anderen Thema auch schon so ein bisschen spoilern lassen. Da kommt man halt wirklich nicht drum rum. Aber ich versuche das alles immer auszublenden. Aber ich, ja, ich bin tatsächlich ein kleiner Fan. Auch wenn ich nach wie vor mit dem Charakter von Elena nicht viel anfangen kann. Was auch unter dem letzten Bücherwoche so ein bisschen das Thema, die schauspielerische Leistung von Nina Dobrev, die ja hier auch 2 Rollen hat. Finde ich richtig, richtig toll. Auch überhaupt ist dieser Cast großartig. Also dafür, dass das ja so eine etwas ältere Jugendserie ist, muss man echt sagen, hat man bei den Schauspielern eine sehr gute Wahl getroffen. Und ja, mir macht das echt Spaß. Und ich liebe halt auch den Soundtrack, ne? Also das ist so Musik, wo man einfach denkt, ja, die hat man irgendwie vor 10 Jahren gehört. Und die passt auch so perfekt. Und ja, ich bin jetzt, glaube ich, Fan der Urvampire. Ja, für den Winter habe ich mir schon ein bisschen vorgenommen, mal wieder Buffy zu rewatchen. Werde mir da, glaube ich, auch einfach mal die DVD-Box zulegen. Ich weiß gar nicht, wo Buffy irgendwie läuft. Vielleicht auf Amazon, aber ja, dann kann ich mir, denke ich, auch die DVDs einfach holen. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich auch so ein bisschen drauf. Und natürlich auch, wie es bei The Vampire Diaries jetzt irgendwie weitergeht. Und ja, das war es im Grunde schon. Nichts mehr auf dem Notizzettel. War ja auch allerhand, was hier gelesen und geguckt wurde. Ja, man merkt schon, dass es einfach irgendwie herbstlich draußen ist und man einfach doch weniger unterwegs ist, als wenn es tatsächlich einfach heiße Sommertage wären. Aber ja, mal sehen, was jetzt vielleicht noch der goldene September bringt, in der Hoffnung, dass er noch ein paar schöne Tage für uns parat hält. Und bevor es dann in den Winter geht, zumindest dann im November, wird es ja doch schon dunkel und kalt. Und ja, Heizung ist an. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Aber gut. Ja, ich bin super gespannt, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen, was euch in der Bücherwoche irgendwie begleitet hat. Ob ihr The Witcher gesehen habt, wie ihr Vampire Diaries so findet. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Infos unten in der Infobox. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.